Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Transfermarkt TV. Ich begrüße euch ganz herzlich, freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir starten in diese neue Woche mit einer kuriosen Meldung rund um Leon Bailey. Der lässt ja gerne mal von sich hören mit etwas abstrusen Geschichten. Eigentlich sollte er gestern Abend erstmals für die jamaikanische Nationalmannschaft debütieren. Doch daraus wurde nichts. Laut des 21-Jährigen hätten sich die Verantwortlichen nicht an eine Vereinbarung gehalten. Und zwar sollte auch sein Bruder Kyle Butler eingeladen werden. Das ist aber nicht geschehen und ohne seinen Bruder wollte Bailey partout nicht auflaufen. Also immer was los bei dieser Familie. Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier hat bestätigt, dass Uwe Koschinat neuer Trainer wird. Der 47-Jährige kommt vom Drittligisten Fortuna Köln und es gibt einiges zu tun, denn der SV Sandhausen steht mit einem Saisonsieg und 5 Punkten auf Tabellenplatz 17 in der zweiten Liga. Laurent Koscielny hat seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. 51 Mal lief er für die Equipe Tricolore auf, hatte die WM in diesem Sommer aber aufgrund eines Achillessehnenrisses verpasst. War natürlich eine sehr brutale und eine enttäuschende Niederlage, vor allen Dingen auch in der Höhe. Zumal man sagen muss, dass wir die ersten 25, 30 Minuten eigentlich schon auch gut im Spiel waren, das Spiel unter Kontrolle hatten. Und wir hatten uns auch am Anfang des Spiels einige gute Möglichkeiten herausgespielt. Und man spürt dann einfach im Moment förmlich, dass wenn man diese Möglichkeiten nicht macht, dass wir nicht dieses Selbstbewusstsein haben, auch aufgrund von Ergebnissen der vergangenen Monate, wie wir das schon hatten. Und dann nach einem Gegentreffer sind wir dann irgendwie auch von unserer Linie abgekommen. Das wäre uns vielleicht vor ein paar Monaten nicht in dem Maße passiert. So hat Bundestrainer Jogi Löw nach der Niederlage gegen Österreich auf der Pressekonferenz versucht, die Gemengelage zu erklären. Aber so richtig überzeugen konnte er mit seinen Äußerungen irgendwie nicht. Und es bleibt jetzt ja auch die Frage, was nun? Wie geht's weiter? Denn schon morgen wartet in der UEFA Nations League ausgerechnet der Weltmeister Frankreich. Also das wird mit Sicherheit kein Spaziergang. Und dass sich etwas verändern muss, das steht ja außer Frage. Das zeigt auch die Bilanz von Jogi Löw in diesem Jahr. Wir haben mal seit seinem Amtsantritt 2006 alle Zahlen zusammengetragen. Und wir können festhalten, es gab noch nie so viele Niederlagen wie 2018. 2010 zum Beispiel waren es nur 3. In 2011 gab es zum Beispiel nur eine Niederlage in 13 Spielen. Im darauffolgenden Jahr lief es nicht ganz so rund. 4 Niederlagen in 14 Spielen. Ja, 2014 das Highlight der Karriere von Jogi Löw, der Weltmeistertitel natürlich. Und 2017 war auch ein sehr gutes Jahr, denn dort gab es tatsächlich keine Niederlage für ihn und die Mannschaft in 15 Spielen. Aber das Blatt hat sich gewendet. Der Umbruch will einfach nicht funktionieren. 5 Niederlagen in 10 Spielen im Länderspieljahr 2018. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, ist Jogi Löw denn noch der Richtige für den Bundestrainerposten? Und das haben wir natürlich auch euch gefragt. Und hier kommt das Ergebnis der Abstimmung. Also 47% sagen ja, mit ihm wird es nie zu einem Neuanfang kommen. Er muss entlassen werden oder eben zurücktreten. Und das sagen auch 37%. Löw sollte selber den Weg freimachen und den Posten räumen. Ja, 4% sagen nein, die DFB-Elf schafft mit Löw den Umbruch. Und nochmal 12% sagen, Löw sollte bleiben. Aber ein Kaderumbruch muss her. Das steht sicherlich außer Frage. Wir wollen dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen und auf eure Kommentare bei YouTube schauen. Tim Wascho zum Beispiel hat sich zu Wort gemeldet. Er hat den Punkt einfach verpasst, zurückzutreten, so wie Philipp Lahm. Öner wartete sehnlichst auf den Umbruch. Satte Spieler müssen auch weg, junge Spieler müssen her. Das denkt auch David Schwabauer. Er war ein guter Trainer, aber man braucht neuen Wind. Kerstin Karlbrink hat sich auch zu Wort gemeldet. Er hat 2017 beim Confed Cup gezeigt, dass er junge Spieler führen kann. Sagt also, Löw sollte bleiben. Und zu guter Letzt noch User Bernhard Zorn. Er hat so oft verkackt. Mannschaft und Taktiken sind veraltet. Also ihr seht es auch bei den Kommentaren, es wird natürlich nicht nur über Jogi Löw diskutiert, sondern vor allem auch über die Spieler und eben diesen Umbruch. Junges, frisches Blut soll in die Mannschaft kommen, aber er vertraut eben auch immer noch vielen Weltmeistern. Und warum das so ist, das hat er auch erklärt.
die haben noch nicht diese ganz große Qualität am Zenit ihrer Möglichkeiten zu sein. Die müssen sich auch noch entwickeln. Und wir dürfen jetzt nicht hingehen, dass wir von diesen jungen Spielern, die 22 sind oder 20, dann irgendwie Wunderdinge erwarten. Man hat gesehen, dass eben auch Thibaut Werner große Qualitäten, Julian Brandt oder Leroy Sané oder auch Serge Gnabry, die brauchen auch noch etwas Zeit. Und deswegen ist es immer noch wichtig, dass man in der Mannschaft einfach auch eine gute Mischung zwischen Erfahrung und Jugend hat und nicht nur junge Spieler, weil diese jungen Spieler haben viel Potenzial, absolut. Aber sie brauchen auch noch Zeit und ich glaube, das hat man auch heute dann auch gesehen. Ne? Die Mischung macht's also für Jogi Löw. Viele sehen das anders und melden sich natürlich jetzt auch zu Wort, so zum Beispiel Lothar Matthäus. Und er fordert, dass ein Wechsel auf der Torhüterposition stattfinden sollte. Denn Kapitän Manuel Neuer hat seiner Meinung nach seiner Verletzung nicht mehr zur alten Form zurückgefunden. Und Marc-André Ter Stegen, der ja regelmäßig beim FC Barcelona glänzt, solle jetzt auch seine Chance bekommen. In diese Kerbe haut auch Oliver Kahn. Und der muss es ja eigentlich wissen. Ist ja selbst Welttorhüter, er hat sich gegenüber dem Kicker wie folgt geäußert. Ich sehe im Moment hinter Neuer und Ter Stegen nicht das absolute junge Ausnahmetalent, das schon Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt. Wir haben anscheinend keinen wie den 19-jährigen Gianluigi Donnarumma in Italien. Aber ist denn die Torhüterposition wirklich unsere größte Problemzone? Denn neben Neuer und Ter Stegen haben wir ja auch noch Trapp oder Leno. Also eigentlich sind wir da ja wirklich auf hohem Niveau aufgestellt. Nichtsdestotrotz gibt es sehr wohl ein paar junge Torhüter, die demnächst von Joachim Löw eingeladen werden könnten und auch schon für U-Mannschaften aufgelaufen sind. Auf Platz 5 zum Beispiel Timon Wellenreuther spielt momentan bei Willem Twe, zuvor ja auch bei Schalke. 10 Pflichtspiele für die U21 Deutschlands hat er bereits absolviert. Daniel Mesenhöhler, 23 Jahre jung, spielt beim MSV Duisburg. Er stand schon 4-mal für die U20 im Kasten. Marvin Schwäbe verdient sein Geld in Dänemark bei Brøndby, kommt eigentlich aus der Jugend von Eintracht Frankfurt. Er stand schon 4-mal für die U21 im Kasten. Fabian Bredlo vom 1. FC Nürnberg, 5-mal nominiert für die U20 Deutschlands. Und Florian Müller, er ist der Jüngste im Alter von 20, hat einen Marktwert von 1 Million Euro, spielt bei Mainz. Also wir können festhalten, dass es viele junge deutsche Torwarttalente gibt, sie allerdings nicht bei den ganz großen Vereinen spielen. Neben den ganzen Diskussionen und der Aufregung hat man eins allerdings nicht vergessen, den Geburtstag von Mesut Özil. Er wird heute 30, er selbst möchte ja nichts mehr mit dem DFB zu tun haben. Die Mannschaft hat allerdings ihre gute Kinderstube trotzdem nicht vergessen und einen Tweet rausgejagt. Happy Birthday, Weltmeister, also Erinnerungen an Erfolgszeiten. Ja, wie gerne er wohl daran zurückdenkt. Christoph Piatek ist zurzeit Europas treffsicherster Erstligaprofi. In jedem der 8 Spiele für Genua hat er mindestens einmal getroffen. Ist ja klar, dass er da bei vielen Clubs auf den Radar kommt. So auch beim BVB. Darüber haben wir ja schon berichtet. Und jetzt hat sich Sportdirektor Michael Zorc zu den Gerüchten geäußert. Mit uns werden aktuell viele Spieler in Verbindung gebracht. Aber es ist klar, dass wir alle Entwicklungen beobachten. Ja, und mit polnischen Stürmern hat man beim BVB bekanntlich ja gute Erfahrungen gemacht mit Lewandowski. Ganz interessant übrigens, die Italiener haben in diesem Sommer nur 4,5 Millionen Euro an Krakow für den 23-Jährigen bezahlt. Also sein Wert dürfte schon jetzt deutlich gestiegen sein. Und dann bleiben wir doch mal thematisch beim BVB. Jadon Sancho, der hat ja total eingeschlagen jetzt in dieser Saison, hat eine richtig gute Entwicklung genommen unter Lucien Favre. Und die Dortmunder könnten jetzt seinen Freund Phil Foden von Man City nach Deutschland holen. Der 18-Jährige spielt im zentralen Mittelfeld und kommt in dieser Saison auf 3 Premier League-Einsätze. Aber Vorsicht, denn auch RB Leipzig und Paris Saint-Germain sollen den Spieler bereits ins Visier genommen haben. Gerüchte um Kai Havertz von Bayer Leverkusen gibt es ja immer viele. Jetzt soll Arsenal an dem 19-Jährigen interessiert sein. Sein Vertrag bei der Werkself läuft ja noch bis 2022 und die wollen ihn sicher nicht einfach so abgeben, denn bei der Bilanz von 4 Toren in 10 Pflichtspielen baut man natürlich auf seine Dienste.
Belgiens Superstürmer Romelu Lukaku hat für Manchester United in dieser Saison bereits viermal getroffen. Nichtsdestotrotz scheinen seine Gedanken abzuschweifen in die Ferne. Auf einen möglichen Wechsel in die Serie A angesprochen, sagte er nämlich Folgendes. Warum denn nicht? Ich hoffe, dass es passiert. Juventus ist ohne Zweifel eines der 2 bis 3 besten Teams in Europa. Hat sich also schon eine mögliche Mannschaft ausgesucht, für die er dann auflaufen könnte und schwärmt auch gleich von den Mannschaftskollegen, die er dann haben könnte. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo, er sticht heraus, aber natürlich auch andere Spieler. Paulo Dybala ist jetzt schon beeindruckend und er wird immer stärker. Ich liebe aber auch Douglas Costa. Adrien Rabiot ist einer der begehrtesten Profis, die im kommenden Sommer ablösefrei sind. Jetzt könnte sein Jugendclub PSG ihm ein Angebot machen und den 23-Jährigen dann doch noch in Paris halten. Thomas Tuchel scheint jedenfalls zufrieden mit ihm, wie bereits 11 Pflichtspiele in dieser Saison beweisen. In unserer heutigen Statistik des Tages ist das Motto viel gekostet, wenig gespielt. Wir zeigen euch die teuersten Transfers des Sommers, die in ihrer jeweiligen Liga bis jetzt weniger als 100 Minuten gespielt haben. Auf Platz 10 der Schweizer Xherdan Shaqiri, er ging ja zu Jürgen Klopp, der setzt allerdings noch nicht voll auf ihn, 96 Einsatzminuten bisher. Joris Garnoy wechselte diesen Sommer von Stade Rennes zum FC Sevilla für 15 Millionen Euro Ablöse. Er kommt auf 90 Einsatzminuten. Mateusz Cunha ist neu bei RB Leipzig. Mittelstürmer, da hat er natürlich große Konkurrenz bei den Bullen. Er kommt auf 1 Stunde Einsatz bisher. Paulinho, der erst 18-Jährige, kam von Vasco da Gama zu Leverkusen. Einsatzminuten bisher 59, aber ihm gehört sicherlich die Zukunft. Quincy Promes, ihn wollten viele Clubs haben. Am Ende wechselte der Holländer von Spartak Moskau zu Sevilla. Kommt auf 90 Einsatzminuten. Und Chala Suyuncu, er wollte unbedingt auf die Insel, ging von Freiburg zu Leicester, kommt noch gar nicht zum Einsatz. Grund seine Englischkenntnisse, deshalb bekommt er jetzt erstmal Nachhilfe. Diogo Dalot, er war 3 Spiele verletzt am Meniskus, ging von Porto zu Man U, deshalb bisher nur 0 Einsatzminuten. Ja, und Malcolm, das war eine kuriose Geschichte, wie er zu Barcelona kam. Dort kommt er allerdings noch nicht richtig zum Einsatz. Erst 25 Minuten gespielt. Auch er war 3 Spiele verletzt wegen einer Bänderdehnung. Vinicius Junior, da hat Real Madrid auch in die Zukunft investiert. Der 18-Jährige kam von Flamengo. 12 Minuten Einsatz. Und Fabinho, er kostete 45 Millionen Euro von Monaco zu Liverpool. Im defensiven Mittelfeld ist er zu Hause. Allerdings kam er da unter Jürgen Klopp noch gar nicht zum Einsatz. Und übrigens, die Langzeitverletzten haben wir nicht berücksichtigt. Zum Beispiel Jerry Mina oder Mattia Caldera, denn die kamen ja auch noch gar nicht zum Einsatz. Das war's für heute. Zu guter Letzt beobachten wir noch ein paar brasilianische Fußballspieler bei der Fusion zweier Sportarten. Und es ist auch ein ganz bekanntes Idol mit dabei. Man beachtet das schöne Wetter und seinen großzügigen Pool. Da möchte man vor Neid glatt erblassen. Trotzdem viel Spaß dabei und bis morgen.